88.8. Der Krimi zur Nacht. Drei Bangeresi. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Vorsicht! Abgang! Die Carrera ist aus! Na nun, noch nicht in Kluft! Na mache, mache, mache! Harry! Die Geule, wieder alles voll gemistet! Du stehst ja immer noch da. Was ist denn los? Ich habe ein Problem, Harry. Deine Bären? Lida ist noch nicht da. Ist mit dem Auto weg. Wohin? Keine Ahnung. Ich muss schmeißen, Harry. Ohne Lida, das geht nicht. Mit dem Auto weg? Ja. Na, die liegt irgendwo fest. Euer Skoda, das ist doch der letzte Husten. Ich bin 8:30 in die Stadt zum Zahnarzt. Und da hat sie noch geschlafen. Hör zu. Du wartest, bis Enrico dran ist, ich ziehe die Hunde vor und du lässt dir was einfallen, wie du umbaust. Sagt der Lafour, sie kommt gleich nach Enrico. Geht nicht ausgeschlossen, Harry. Wieso? Die Witterung von unten, da arbeitet kein Bär. Und die Arados. Zwei Luftnummern hintereinander. Na los, Tempo, Tempo. Mach dich fertig, soll der Chef entscheiden. Zirkus Hansa Globtreu. Reichsbahn, Dispatcher. Tag, Herr Globtreu. Tag. Also folgendes. Die zwei Waggons zusätzlich... Klappt etwa nicht. Doch, doch. Aber die Stellzeit musste umdisponiert werden. Hallo, Chef. Ja, Harry. Die Carter schmeißt die Vorstellung. Ist mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, eine Panne. Wir müssen umbauen, aber wie? Reichsbahn, Moment bitte. Harry. Ja? Programmfolge bleibt... Carlos soll ohne Pascha raus. Das Motorrad weglassen. Nur die beiden Kleinen. Ist gut. Wenn die Carlos kommt, sofort zu mir. Wie waren die Rollmats? Nur den Zweifachen. Für den Abend sehe ich schwarz. Cookie ist rausgehumpelt. Ende. Hallo? Ist da immer solche Hektik? Ja, manchmal ist der Wurm drin. Sagten Sie neue Stellzeit? Statt 23.10 Uhr, 23.40 Uhr. Also eine halbe Stunde später. Wir haben getüftelt. Und die Abfahrt, die halbe Stunde wird da angehängt. Abfahrt planmäßig 4.17 Uhr. Genau. Hören Sie mal, unser Pensum ist durchkalkuliert auf die Minute. Kaum Luft für Überraschungen. Wir verladen doch nicht nur Käfigtiere. Letztens in Zeitz bockte eine Elefantenkuh. Also ich bestehe auf der abgesprochenen Verladezeit. Pardon, darf ich? Ja, komm rein. Also wie nun? Wir sind durch die Bank hier, Freunde. Sonst hätten wir euch gar nicht davon beeins nehmen können. Wegen euch müssen wir nämlich einen Schwerlaster in Portion zerlegen. Nun kriegen wir in der Nacht einen Kalifor herein zum Umschlag in Schwerin. Wie soll ich's denn machen? Ja, nicht? Hallo? Können wir uns einigen auf 23.30 Uhr? Und es bleibt dabei. Ich rufe zurück. Sagen Sie, ne? Bei Ihnen steht doch bestimmt die Kleingärtnerschlange. Das spricht sich doch herum. Zirkus, da gibt's Pferdeäppel. Ja, wenn Sie nicht an einen Kipper dachten... Ein Handwagen für die Erdbeeren. Fragen Sie nach Stallmeister Vogt. Danke. Wiederhören. Wiederhören. Erdbeeren? Was? Stimmt ja, ist ja die Zeit. Kalken, Mist aufbringen. Ob mir das wieder mal blüht. Unser Garten war eine Pracht, Sonja. Solche Erdbeeren. Na, und Rosen. Jetzt kommt meine Frau kaum zum Umgraben. Blüht dir bald, Chef. Machst noch eine Saison. Aus der Hand hast du mir was anderes gelesen. Ach, wie soll man nicht verzweifelt glauben? Nach drei beschissene Direktoren. Ja, ist ja gut. Bis zu meinem 50. bleibe ich erstmal. Schade, dass du nicht bei Sarasani das Laufen gelernt hast, wie ich. Ach, du wärst ein Prinzipale geworden. 41 Lehrplätze, Abend wird auch schwach mieser Vorverkauf. Na nu. Europapokal. Heute? Ja, auch schon große Drängelei vor allem an seinem Fernseher. Ach. Soll ich dir einen schönen Kaffee kochen, damit du nicht weinst? Gute Idee. Ricardos, schmeiß die Vorstellung, höre ich. Na, sicher Panne. Panne? Aha. Und du glaubst?
Was? Panne! Eine schöne Frau wie Lida Cardos. Wird die nicht sofort Kavaliere haben? Panne, da muss ich lachen. Da ahne ich doch so Sachen. Sonja, wer zum Direktor kommt, um zu klatschen, fliegt raus. Ist keine Sahne da. Einkaufsbeutel. Ach, Chef. Machst mit uns Versammlung über alle möglichen Dinge. Tournee von ungarischen Staatszirkus und Prämien und besoffene Stallmeister und diese Burschen in jeder neuen Stadt mit dem tätowierten Fleck unter dem Auge. Machst mal Gebrüll, wie sie gehört, und sagst ein gutes Wort. Und du kannst noch immer Bravo rufen und in die Hände klatschen, wenn du bei Probe in Chapiteau reinguckst. Was voriger Direktor nie gemacht hat. Aber mit deinen Ohren. Deine Ohren. Wieso? Ich hab nicht das Gefühl, dass es da hapert. Du hörst nicht durch die Wände. Warum war Pietrinelli, Friede seiner Asche, so ein herrlicher Prinzipal? Von Politik, von Hitler und Duce hat ihn nicht interessiert. Aber der wusste, dass manche Kratzer von Domter Orestes gar nicht von seinen Leoparden waren, sondern von seiner Frau. Du musst alles wissen. Nicht bloß, wie man schlägt die Tiere beim Füttern oder dass die Kleine von den Carreros ihren einen Bruder den großen hasst wie den Teufel. Da sagst du mir ganz was Neues. Auch von der Cardos, ja? Was das für eine ist? Dass sie so Geschäftchen macht, mit Pelze zum Beispiel. Und für 200 Mark kannst du mit ihr ins Hotel. Aber der Cardos ist ja noch blöder als sein Viehzeug, als seine Bären. Meine Lieder, oh, meine Lieder, musst du hören in der Nacht. Du, ich hab die mal gesehen, mit geschminkten Brüste. Pfui, Teufel. Sonja. Gut, ich sag kein Wort mehr. Sahne nimmst du selber. Ja. Vielleicht einen Cognac dazu? Nee, jetzt nicht. Aber gieß dir einen ein. Herzlichen Dank. Auf deine Gesundheit. Ah, ich drück mal den Knopf, ja? Wenn Umbau geklappt hat, müsste Enrico dran sein. Nein! Du bist der dümmste von allen Papageien auf die ganze Welt. Oh, lieb! Enrico schämt sich für dich. Alter Esel! Alter Esel! Na also, läuft ja. Coco! Noch einmal! Aufgepasst! Coco! Schau hierher! Nicht ins Publikum! Schöne Dame! Schöne Dame! Coco! Soll ich aus dir machen? Eine Bräuler! Soll ich... Enrico? War auch einer. Was auch einer? Hat auch geschlafen mit Lida Cardos. Letzte Saison in Prag. Enrico und die Cardos? Das ist vorbei, hat längst neue. Ja, Enrico. Kaum noch Haare. Und hat der Schultern? Hat der Hüfte? Weißt du, in meiner früheren Zeit, so eine Schlangennummer. Ich bloß ein bisschen was oben und ein bisschen was unten. Paar Pfund Glitzerzeug aus Gablons dran. Und in Öl, wie eine Sardine. Und wenn die Schlangen frisch gehäutet hatten, oh, kaum waren die einen in der Kiste, hatte ich die anderen am Hals, verstehst du? Aber so einer wie Enrico war nie drunter. Was hat eine Frau an dem? Tja, wenn du da schon nicht durchsiehst. Pardon, die Wäsche ist da, ich muss sortieren. Danke für den Cognac. Ach so. Heute früh hat Enrico ein Telegramm bekommen. Und wie Cardos weg ist in die Stadt, ist Enrico rüber zu Lida. Sie war beim Strümpfaufhängen und...
Ja. Herr Glaubtreu, Thekla Lieb, die Fruchtblase ist schon geplatzt. Der Tierarzt da? Noch nicht. Kollege Vogt ist allein. Ich komme. Genosse Oberleutnant, wir brauchen noch ein paar Vorwarnleuchten. Der Nebel wird immer dichter. Posten 1, vorziehen auf 400 Meter. Stableuchten und rudern, was das Zeug hält. Na, bisschen erholt? Ja, es sieht schon. Ein Schluck Kaffee. Sind Sie beide? Die Frau gab noch Lebenszeichen. Der Sitz war runtergeklappt, sie hat gelegen, sonst... Das war ein Italiener. Italienische Artisten. Schöner Fiat. Kommen Sie, wir vertreten uns etwas die Beine. Es wird kalt. Menschenskind. Nie ein Unfall gebaut. Ich sitze jetzt schon 18 Jahre auf dem Bock. Und davon 10 Jahre grenzüberschreitender Verkehr. Da auch nie was gewesen. Nicht mal eine Geldstrafe. Westdeutschland, Holland, Belgien. Nie. Und dann so ein Ding. Sie trifft doch keine Schulterschmiede. Ich glaub ja nicht an Vorahnung. Aber heute früh, ja, macht mir meine Frau die Thermosflasche zurecht. Und ich weiß auch nicht, wie. Ein Plauzen kaputt? Wir versuchen mal eine Zusammenfassung. Fürs Protokoll. Ja. Sie hatten also eine Reifenpanne. Ja. Ja, hinten links, der äußere Zwillingsreifen. Leer werden wir ja hin bis zum nächsten Rastplatz. Aber wir haben noch Maschinen drauf, knapp 15 Tonnen. Die Rundumblinkleuchte eingeschaltet. Ja, sofort. Na, und Rudi ist mit der Warnleuchte vor. Dann Wagenheber raus, die Klötzer, das Radkreuz. War es da auch schon so neblig? Ja, ein bisschen, ja. Also geminderte Sichtverhältnisse. War zu einer halben Stunde nach Sonnenuntergang. Die haben uns doch alle gesehen. Alle. Die sind auch schon weit vor der Warnleuchte auf die linke Spur rüber. Auch wenn von der Leuchte nicht mehr viel übrig ist, die müssen wir mitnehmen. Wozu? Bei nicht mehr ausreichender Kapazität der Batterien hört die Leuchte abrupt zu blinken auf. Das Fehlverhalten des italienischen Fahrers muss doch eine Ursache gehabt haben. Nehmen wir an, die aufgestellte Warnleuchte hat nicht mehr geblinkt. Er übersieht sie, streift sie, dass sie im Bogen wegfliegt, wie Sie sagten, richtig? Ja, ja, genau, ja. Möglich, dass er davon so irritiert war, dass... Aber dann trete ich doch auf den Klötzer. Nee, direkt auf ihn zu. Mensch, ich denke, mein Schwein pfeift. Ich bin die Böschung runter. Ich hab's krachen hören, ja. Noch bevor er krachte. Olle Rudi saß ja vorne im Fahrerhaus. Nee. Ich begreif das nicht. So ein paar Kilometer vor der Grenze... In Stadt döst doch keiner. Da fährt doch keiner angesoffen. Können Sie Angaben machen zur Geschwindigkeit des PKW? Na, reingeschlichen kann man nicht. 80, 100. Mindestens. Ob es die Frau bis zur Klinik geschafft hat? Können Sie das nicht rauskriegen? Von hier aus leider nein. Ja. Artistenwahnsinn. Naja, vielleicht besser, sie schafft es nicht. Die bleibt doch ewig ein Krüppel. So, Herr Schmieder, hier das Formular. Beschreiben Sie den Hergang so kurz und präzise wie möglich. Also, ja. Koko, Lieb, Ketlingburg, kleine Rose. Sag mal, kannst du den mal abstellen? Koko, tot. Koko. Dort? Tja, wie der funktioniert. Toll. Willst du was von mir? Ah ja, du kommst heute Abend vor den Carreros. Die Bären fallen aus. Wieso? Carlos hat sich eingeschlossen und säuft. Lila ist immer noch nicht da?
Keine Unfallmeldung, kein Anruf von ihr, nichts. Coco, weißt du, wo Lida Carlos steckt? Liebe Rolle, mein Lieber. Ja, da wissen wir ja Bescheid. Oder weißt du es? Ich? Wer denn? Ich bin doch nicht der hier Aufpasser. Also heute Abend vor den Carreros. Ja. Ja, das war's. Sag mal, Heinz, du kommst mir irgendwie... Hängt das mit dem Telegramm zusammen? Was? Na, du sollst doch heute ein Telegramm gekriegt haben. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ein Onkel von mir. Gestorben? Ja. Oh, tut mir leid. Meine Anteilnahme. Danke. Ihre Anmeldung gerade, Beul, bitte sprechen. Mama! Heinz, na sowas. Ich bin beim Plätzchenbocken, da klingelt Frau Schäffler, ich soll ans Telefon kommen. Mama! Wie geht's denn beim Coco? Ist er denn hübsch auf dem Posten? Hör zu, Mama, gib sofort ein Telegramm an mich auf. Was? Du sollst sofort ein Telegramm schicken. Hast du was zum Schreiben da? Ja, warte mal. Das kannst du dir auch so merken. Onkel Erich, gestern friedlich entschlafen, Mutter. Hast du verstanden? Onkel Erich, gestern friedlich entschlafen. Ja, und das gibst du gleich telefonisch durch, ja? Was denn für ein Onkel Erich? Ach, Mama, das ist ein Ulk, wir haben hier gewettet. Ich erkläre das später mal. Geht's dir gut? Ach du, ich hab wieder Gimmelplätzchen gemacht, die isst du doch so gerne. Und weißt du was? Heute sind die Kohlen gekommen, da muss ich... Mama, ich hab nicht viel Zeit, also gib das gleich durch. Onkel Erich, gestern friedlich entschlafen. Signora? Signora Bagnaresi? Nichts. Wenn überhaupt, morgen oder übermorgen. Das ist sowieso ein Wunder. Der Milzriss ist noch das harmloseste. Artisten sollen hart im Nehmen sein. Was hat sie denn gemacht? Waren das Messerwerfer? Diese Narben an Hals und Schultern? Eine Perchnummer. Im Gepäck befanden sich Fotos, wissen Sie, solche Künstlerfotos für Agenturen. Sie turnt an einer Glasfieberstange, die ihr Mann auf der Schulter balanciert. Ah, sowas. Zwei Bagnaresi. Auch ein Beruf. Sie informieren uns bitte sofort, wenn die Patientin bei Bewusstsein ist. Sie sprechen Italienisch? Weil ich Signora gesagt habe? Ja. Aber sie müsste Englisch verstehen als Artistin. Gut, wir kommen dann mit Dolmetscher. Was liegt hier eigentlich vor? Die Staatsmacht ist so neugierig. Die Frau ist italienische Staatsbürgerin. Was haben Sie denn außer Fotos noch gefunden? Rauschgift? Was Politisches? Sie sagten, die Blutprobe habe einen hohen Barbituratwert ergeben. Könnten Sie mir das etwas näher erklären? Die Patientin stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Einfluss einer starken Dosis Beruhigungsmittel. Und bevor der Körper die nicht abgebaut hat, lässt sich sowieso nichts sagen über Reaktionen, Leberwerte und so weiter. Aha. Es könnte also sein, dass sie geschlafen hat, als der Unfall passierte. Der Beifahrersitz war nämlich heruntergeklappt, sie hat gelegen. Also Stauchung. Gut, dass Sie mir das sagen. Das erklärt die Eigenart der Becken- und Unterschenkelfrakturen. Dann wird wohl auch die Wirbelsäule etwas abbekommen haben. Moment bitte, ja? Intensivstation, Oberarzt Dr. Dreves. Guten Morgen, Genossen. Morgen. Morgen. Punkt 1 der Frühbesprechung. Verkehrsunfall bei Autobahnkilometer 247 des Abschnitts Magdeburg-Marienborn, beziehungsweise 12 Kilometer vor Grenzkontrollpunkt. Beteiligte, die italienischen Staatsbürger Anna und Titus Bagnaresi. Der Fahrer tödlich verletzt, die Frau lebensgefährlich. Untersuchungsführer Major Schönherr. Bitte, Genosse Major. Ja, danke. Also, das italienische Artisten-Ehepaar Bagnaresi befand sich per Transit von Prag, wo es in einer Revue-Sendung des tschechischen Fernsehens mitgewirkt hatte, Richtung Hannover. In Hannover, das geht aus einem Telegramm hervor, das sich unter den Papieren Bagnaresis befand, hatten beide am kommenden Tag Termin bei der BRD-Werbefilmagentur Globus.
Das Unfallkommando informierte uns von Unklarheiten beim Hergang des Unfalls, zu Protokoll gebracht von dem Lkw-Fahrer Rudolf Schmieder, auf dessen ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der italienische Pkw aufprallte. Wie die Untersuchung ergab, ist das fahrerische Fehlverhalten Bagnaresis wahrscheinlich auf ein Barbiturat zurückzuführen, unter dessen Einfluss Bagnaresi stand, ebenfalls seine Frau. Und jetzt kommt wieder mal der Zufall ins Spiel, Genossen, muss ich alle kennen. Beim Räumen der Unfallstelle entdeckten die Genossen ein in Folie eingeschweißtes Päckchen mit haarfeinem Draht, das auf der Fahrbahn lag. Ein zweites Päckchen rutschte beim Buxieren des total beschädigten Pkw auf das Abschleppfahrzeug unten aus der Fahrertür. Wir stellten fest, dass sich in der Fahrertür, also im Futter der Fahrertür, noch weitere 6 solcher Päckchen befanden. Analyse der Techniker: Wolframdraht, Stärke 5 μ. Moment mal bitte. Ja, Genosse Peter. Wolfram, chemisches Zeichen W, Schmelzpunkt 3380 Grad, gehört zu den seltenen Schwermetallen. Unentbehrlich vor allem für die Glühlampenherstellung. Danke schön. Bitte weiter. Danke. Wir entdeckten ferner in Papierservietten eingewickelten Granatschmuck, 3 Halsketten und 2 Paar Ohrgehänge sowie ein Kuvert DIN A5 Inhalt Banknoten der GSSR Staatsbank, Betrag 27.500 Kronen. Prag ist verständlich. Ja, Prag ist verständlich. Das liegt auch schon eine erste Antwort vor. Bei der Aufzeichnung des tschechischen Fernsehens kam es mit den Bagnaresis zu einem Zwischenfall. Die Frau war unkonzentriert und benahm sich herausfordernd. Ursache: drogenabhängig. Moment mal, Sie sagten, bei der Blutprobe wurde Barbiturat festgestellt. Ist doch ein Unterschied. Ja, offenbar ist der mitgeführte Stoff ausgegangen und die Bagnaresi hat sich auf der Rückfahrt, also per Transit nach Hannover, mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Wie sieht es mit der Vernehmungsfähigkeit aus? Es ist fraglich, ob sie überhaupt durchkommt. Danke, Genosse Schönherr. 2 Anmerkungen noch, bitte. Der Zeitvergleich Einreise Grenzkontrollpunkt Zinnwald, Unfallzeit, ergibt eine Differenz von plus 1,5 Stunden. Und zweitens, am Ringfinger der rechten Hand von Bagnaresi steckte ein Herrenring, 585er, ja, mit einem Smaragd in Platinfassung. Der Ring ist vermutlich nicht Bagnaresis Eigentum gewesen, er passte nicht, er war ihm zu weit. Und der Finger weist auch keine Tragespuren auf. Weißt du, liebe Zahner, das, liebe Zirkusfreunde, ist sicher ein Begriff für Jung und Alt. Aber was Sie jetzt sehen werden, das ist einmalig. Braune Lipizzaner in einer modernen Freiheitsfrisur nach Melodien aus My Fair Lady. Harry? Du weißt Bescheid, du kommst vor den Carreros, klar. Sag mal, ob die Fleurop auch Grenze verschickt? Was? Ob die Fleurop auch Kranzbestellungen annimmt? Ich möchte einen Kranz schicken. Bloß ein paar Blumen. Was ist denn passiert? Ja, kam heute von meiner Mutter. Onkel Erich gestern? Ja, an ihm habe ich mehr Jahren als an meinem Vater. In den Ferien. Immer zu Onkel Erich. War Forstmeister. Du? Ja. Mein Beileid. Danke. Kopf hoch. Lache, Bajazzo. Ja, es ist ein wahres Wort. Da, wenn der da rum ist, da mache ich 3 Kreuze. Oh, Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Also vor den Carreros. Na, da mache ich mich mal fertig. Hast du was von der Carlos gehört? Nee, nicht. Aber von ihm. So? Ja. Total blau. Voll wie 1000 Ritter. Der Chef will nach der Vorstellung zur Polizei wegen der Vermisstenanzeige. Ich habe schon den ganzen Abend eine Zwangsvorstellung. Ja. Zirkus Hansa in Flammen aufgegangen. 250 Opfer. Direktor und Inspizient. Verhaftet. Guck mal, die Geule spuren auch nicht. Fred? Hier ist Glaubtreu, mach mal auf. Fred! Hörst du? Wenn du morgen zur Nachmittagsvorstellung besoffen antrittst, seid ihr beide fällig. Du auch, nicht nur Lida. Ich bringe euch beide vor die Konfliktkommission. Mensch, benimm dich nicht wie ein Jammerlappen. Ekelhaft! Fred!
Und? Und? Liegt drin und lallt? Ja, das war bestimmt ein historischer Augenblick für das VP-Revier. Ein Zirkusdirektor erstattet Vermisstenanzeige anstelle des besoffenen Ehegatten. Ja, schöne Visitenkarte haben wir da abgegeben. Zirkus Hansa Intim. Hast du noch ein Bier da? Ja, na klar. Aber warum kippt Cardus derart aus den Latschen? Sonst nie was gewesen. Wahres Muster an Disziplin. Schon. Wenn ich an letzten April denke, jeder zweite die Grippe. Cardus kam wackelig in die Gasse, sein Pascha am Halfter, aber ausgesehen hat's, als schleppst der Bär seinen Chef raus zur Vorstellung. Ja. Und jetzt? Dass der ahnt, was die Glocke geschlagen hat, dass mit der Partnerin das nächste Engagement wackelt. Ja, danke dir. Leid kann einem ja tun. Hängt sich an so ein Luder. Aber mit exquisiter Figur, Herbert. Die bringt doch das Pikante rein. Und die Tiere hat sie auch im Griff. Er weiß schon, was er an ihr hat. Prost. Prost. Tja. Wenn man immer genau wüsste, worauf man sich einlässt. Zirkus Hansa sucht einen ökonomischen Direktor. Ah, ich muss mal raus, habe ich zu meiner Frau gesagt. Ich komme sonst um. 2 Jahre. Höchstens. Ja, jetzt geht's ins Fünfte. Der Große muss zur Fahne. Die eine lässt nicht von ihrem Rocker. Die andere bringt eine Vier nach der anderen heim. Und Vater turnt in der Weltgeschichte herum solchen Heckmeck am Hals. Prost. Prost. Naja, Sonja hat mir noch eine Saison prophezeit. Also, wenn du gehst, ich hinterher. Ich komme an jeden Theater unter. Ideal wäre natürlich der neue Friedrichstadt-Ballast. Ne? Oh, wird Zeit, Harry. Rauchst du eigentlich Zigarren? Nö, selten. Probier die mal hier, echte Brasilien, noch von Montero. Sowas müssten wir mal einkaufen, sowas wie Montero. Ich sage dir, diese Feuerspucker und Schwertschlucker, die fehlen im Programm. Werden denn die bei uns nicht ausgebildet? Da gibt's nur eine pompöse Artistenschule. Tja, das hängt sicher mit dem Arbeitsschutz zusammen. Also, du darfst nicht so hastig ziehen, ja? Einen guten Cognac schluckst du auch nicht runter wie ein Bier. Ne? Naja. Weißt du, was den enorm beeindruckt hat hier bei uns? Wie ich mit dem zum Zahnarzt bin, als seine Prothese kaputt war, ja? Und der brauchte keinen Groschen zu bezahlen. Da hat er dem Doktor paar Brasil geschenkt und mir eine ganze Kiste. Und Amigo hinten und Amigo vorne. Vergess ich nie. Kann doch schön sein, Herbert. Ja, na sicher, sicher. Na meinst du, das kriege ich meinen Lebtag wieder los? Manegengeruch? Ich dachte immer, das sind so Erfindungen, so Kinkerlitzchen. Morgen ist alles wieder in der Reihe. Kein Fußball, die Karte ist da und Enrico hat seinen toten Onkel verdaut. Das hat er dir auch erzählt? Was Gescheiteres als ein toter Onkel ist ihm offenbar im Moment nicht eingefallen. Du, das stimmt. Ich habe das Telegramm gelesen. So? Fragte mich, ob die Fleurop auch Kränze verschickt. Also kein Schwindel? Wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe mir schon das verrückteste Zeug ausgedacht. Das Telegramm, die Carlos? Ach Gott, Herbert, Bier dämpft. Ich hab noch eins, ist aber leider das Letzte. Du? Oh, ich dachte, du bist noch nicht im Pyjama. Was ist denn los? Enrico? Hm? Wieso schickt deine Mama 2 Telegramme? 2? Was sind für 2 Telegramme? Nun, 1 heute Morgen und 1 um 5. Warum wegen einem toten Onkel? Oder war das von heute früh, mit dem du gleich zu Lida Cardos bist, gar nicht von deiner Mama? Und das war... Du bist ein Schweinehund. Du weißt doch was. Aber der Chef rührt dich nicht. Der hat genug Probleme. Ist Schweinerei, Enrico. Der Chef, das ist ein wunderbarer Mensch. Und du hast kein Gewissen. Bitte, hier. Hier ist das Telegramm. Guck mal ins Licht. Ja. Kannst du lesen? Lügner, ist nicht das von heute früh? Weißt du, Sonja, sie hat mich beschwindelt. Sie hat mich reingelegt.
Sie wäre bestimmt zur Vorstellung wieder da. Es ginge um eine Nerzjacke, die ihr Bagnaresi aus Prag mitbringen will. Das wäre lange verabredet, aber Cardos soll nichts davon erfahren. Bagnaresi? Na, die Italiener. Hey, mit der Rakete. Ja, die Perschnummer. Das weiß ich nicht mehr. Na, jedenfalls sagte mir Lida, Bagnaresi will ihr schreiben. Ob er da an mich schreiben kann, wegen Cardos, damit der nicht dumme Fragen stellt. Dann kamen zwei Briefe. Drin das Kuvert. Für Lida. Und heute das Telegramm für Lida Cardos. Sind Mittwoch 14 Uhr, Raststätte Dörbach. Gruß Titus. Enrico, ist jetzt Wahrheit? Hätte ich doch vorher auf der Landkarte nachgeguckt. Ich hätte ihr doch nie das Telegramm gegeben. Ich hätte doch den Braten gerochen. Das verstehe ich nicht. Na, wo sie sich getroffen haben, ist kurz vor der Grenze rüber nach Westdeutschland. Kapierst du? Die ist weg. Illegal. Und Cardos muss was an. Der trinkt doch nie. Sonja, wenn der erfährt, ich habe da mitgeholfen. Du, der schlägt mich doch tot. Ach, was du für Zeug redest. Einmal, das ist in Brünn gewesen, komme ich ins Chapiteau. Bagnaresi probte und oben drunter seine Frau herum. Aber es war nicht seine Frau. Es war Lida. Dasselbe lange schwarze Haar. Die Figur zum Verwechseln. Es sah alles nach Jux aus. Bagnaresi dachte, prima, prima, drei Bagnaresis. Geht dir jetzt ein Licht auf? Aber ist doch verrückt. Wie will sie weg? Ohne Papiere. Ich verstehe nicht viel von den Vorschriften. Aber ich weiß, man muss Papiere haben, einen Pass. Weißt du, als ich mit Sarasani nach Amerika ging, haben die Amerikaner zuerst meine Schlangen untersucht, sehr lange. Aber noch viel länger haben sie mich untersucht und meinen Pass. So ein aus Montenegro wie ich. Ja. Pässe kann man fälschen, Sonja, wenn das rauskommt. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Sie wünschen? Herr Ullmann, ja. Volkspolizei, Leutnant Schubert, Kriminalmeister Stiller. Ein paar Fragen. Ja, bitte. Müsste ich abschließen oder geht es kurz zu machen? Es wäre schon gut, wenn wir ungestört sind. Ja, selbstverständlich. Es handelt sich sicher um diesen Einbruch im Leipziger Brühl, aber da kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Erstens hat mir niemand Fälle angeboten. Und dann nehme ich auch grundsätzlich keine Ware an, von der mir keine Zertifikate vorliegen. Wir beziehen unser Material nur von der Genossenschaft. Ist Ihnen eine Frau Cardos bekannt? Cardos? Lida Cardos, Artistin. Ach so, ja, natürlich. Frau Cardos hat, glaube ich, mit Bären zu tun, so eine Bärennummer. In welcher Beziehung stehen Sie zu Frau Cardos? Beziehung? Nummer, meine Herren, ich stehe in der allernormalsten Beziehung zu Frau Cardos. Sie gehört zu meiner Kundschaft. Wieso? Ist ihr was zugestoßen? Sie lässt also bei Ihnen arbeiten, aber Frau Cardos hat doch hier gar nicht ihren Wohnsitz. Das ist so. Vor 2 Jahren gastierte bei uns dieser Zirkus. Und Frau Cardos war auf der Suche nach einem Kürschlein. Kleine, eilige Reparatur. Dann ließ sie bei mir auch ein Cape arbeiten. Insgesamt 3 oder 4 Stück. Ich hab's nicht genau im Kopf. Ich müsste in der Kladde nachschauen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Cardos war mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Kürschnerei ist ja Vertrauenssache, nicht? Tja, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Sie besitzen ein Wochenendgrundstück bei Treuberg, innerhalb der Siedlung Hubertushöhe, so einen Bungalow. Ja. Sie vermieten den Bungalow? Wie meinen Sie vermieten? An Dauermieter? Nein, nein. Gelegentlich mal an Sommerfrischler oder Wintersportler. Ist ja eine zauberhafte Gegend. Und das sind auch mehr Freundschaftsdienste, ein kleiner Kreis, Leute, die wir kennen. Frau Cardos gehört auch zu diesem Kreis? Na Gott, so würde ich das nicht sagen. Na immerhin, der Skoda Octavia, den Frau Cardos fährt, ist häufig vor ihrem Grundstück gesehen worden. Ich weiß nicht, wo Sie das hier haben. Häufig. Vielleicht 5, 6 Mal in der Zeit. Das ist für meine Begriffe selten, aber doch nicht häufig. Frau Cardos entspannt sich dort, wenn sie Gelegenheit hat. Und nie länger als 1 oder 2 Tage. Wie geht das vor sich, die Vermietung? Telefonisch oder per Postkarte? Und holt sie die Schlüssel bei Ihnen ab oder schicken Sie die Schlüssel? Nein, Frau Cardos ruft mich an, ob frei ist. Der Einfachheit halber regelten wir das so, indem ich ihr ein Bund Schlüssel überließ. Das war seinerzeit ihr Vorschlag.
Ich habe Frau Carders nach anfänglichem Misstrauen, das gebe ich zu, Artisten-Zirkusvolk, nicht wahr? als eine sehr propere und vertrauenswürdige Person kennengelernt. Wir mögen sie alle beide, meine Frau und ich. Wenn sie so von ihren Tourneen erzählt, von ihren Bären. Das ist schon eine eigenartige Welt. Wann war Frau Carders das letzte Mal in Hubertushöhe? Moment, das muss ein Vierteljahr her sein. Gestern hat sie nicht angerufen. Na, wieso? Weil seit gestern der Skoda an der Zufahrt zur Siedlung abgestellt ist, auf einem Waldparkplatz. Können Sie sich darauf einen Vers machen? Nein. Na, absolut nicht. Nein. Also wissen Sie Ihre Art zu fragen? Was ist denn vorgefallen? Die Gartentür zu Ihrem Grundstück ist verschlossen. Wir haben geläutet, aber es meldet sich niemand. Na, sehen Sie. Wir wollen trotzdem im Haus nachsehen. Sie erlauben uns das? Ja, natürlich, bitte, wenn Sie es für nötig halten. Ich darf dann um die Schlüssel bitten, Herr Ullmann. Bitte. Na, wenn in dessen Pelz keine Läuse sind, dann verschenke ich meine Endspielkarte an den ersten besten Fan. Erkundige dich nach dieser Sache in Leipzig, diesem Einbruch auf dem Brühl. Ja, gut. Gesucht wird eine verschwundene Artistin. Vor Jahren rotierte oben in Mecklenburg alles wegen drei vermisster Kinder. Da wurden Keller durchstöbert und Garagen, eine Routine-Sache. In einer Garage zentnerweise Kupferkabel. Ein Keller vollgestopft mit Säcken, Weißzement und so weiter und so fort. Du hebst einen Stein auf und bist platt, was sich da so an Asseln drunter verkrümelt. Übrigens hast du das prima gemacht. Erst zuletzt den Skoda erwähnt. Machst du das nach Gefühl? Also Eingebung? Technik. Lernst du auch noch. Hallo? Frau Carders? Hallo? Werner! Du, die ist tot. Tot? Na, guck doch die Augen. Na, Moment mal. Frau Carders. Die hat dich umgebracht. Hier, mit der Spritze. Du wirst uns wohl lächerlich machen. Gib durch. Vermisste Carders lebend aufgefunden, steht dem Anschein nach unter Wirkung von Rauschmitteln. Nein, das ist nicht meine Frau. Aber Herr Carders... Sie sieht meiner Frau nur sehr ähnlich. Sie ist... Ja? Das ist eine Fremde. Hier, der Personalausweis. Wie soll denn der Personalausweis Ihrer Frau in die Hand einer Fremden gelangt sein? Und wie ist Ihr PKW in eine Wochenendsiedlung geraten, wo in einem Bungalow diese Frau aufgefunden wurde? Das weiß ich nicht. Ich weiß nichts. Herr Carders, Sie müssen doch irgendeine Vermutung haben, einen Anhaltspunkt. Plötzlich verschwindet Ihre Frau. Sie halten sich bitte zu unserer Verfügung. Wie lange gastieren Sie noch hier? 2 Tage. Und dann? Neustrelitz. Sie ist völlig apathisch. Spricht kein Wort. Scheint nichts zu verstehen. Kann sie nicht oder will sie nicht? Physisch müsste sie in der Lage sein. Wir haben ein EEG gemacht. Wo ist denn Ihr Dolmetscher? Stellen Sie mich bitte vor. Signora Bagnaresi. Here is an officer from the police. His name is Major Schönherr. Signora. Danke. Versuchen wir es mal deutsch. Sie sind nicht Anna Bagnaresi. Sie heißen Helga König mit Künstlernamen Lida Carders. Sie wissen, weshalb ich hier bin. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen und ich bitte Sie, mir kurz und wahrheitsgemäß zu antworten. Selbstverständlich wird sich die Befragung nach ärztlicher Maßgabe richten. Ich nehme das Gespräch auf Tonband. Das ist so üblich. Na, alles klar? Ja und nein. Wieso? Na, gleich. Hier sind knapp 2 Stunden Band.
Das Resultat von 17 Stunden Aufenthalt in der Klinik. Mal 5 Minuten, mal 2, mal 10. Ich bin übrigens nicht scharf darauf, sowas bald wieder zu erleben. Weshalb? War sie aggressiv? Oh, nein, nein. Dekados ist eine ausgesprochene Schönheit. 26 Jahre. Aber sie wird sich bis ans Ende ihres Lebens nie mehr ohne fremde Hilfe kämmen können, baden können. Schuhe eigentlich überflüssig, bloß zur Dekoration. Und sie weiß es noch nicht. Naja. Na, soll ich das Band auflegen? Zusammenfassung. Ja. Vor allem die Punkte, wo die Aussage der Cardos von der Aussage der Bagnaresi abweicht. Da muss ich dich enttäuschen. Die beiden Aussagen sind vollkommen deckungsgleich. Die Cardos gibt folgende Version. Sie hat die Bagnaresis letztes Jahr in Prag kennengelernt, machte da spaßeshalber bei Proben der Perchnummer mit, was bei der frappanten Ähnlichkeit der beiden Frauen Bagnaresi zu der Idee veranlasst haben soll, die Nummer vielleicht mal zu dritt aufzuziehen. Aber das hätten sie nie ernst genommen. Die Cardos gestand mir, ungefragt, dass sie mit Bagnaresi geschlafen habe und mit ihm heimlich korrespondiert. Die Post lief über einen Musikalclown. Und an den hat Bagnaresi auch das entscheidende Telegramm für die Cardos geschickt. Daraufhin fuhr sie zur Raststätte Dörbach und dort eröffnete ihr Bagnaresi diesen irrwitzigen Plan. Er nimmt die Cardos anstelle seiner Frau rüber nach Hannover, weil die mal wieder scharf auf dem Trip war und wahrscheinlich die Filmaufnahmen genauso geschmissen hätte, wie sie beinahe in Prag die Fernsehaufnahme geschmissen hat. Denn Bagnaresi sei längst nicht mehr erste Sahne, nach jedem Engagement müsse er grapschen. Ein Mann Mitte 40, eine Drogensüchtige am Hals, die seine Partnerin ist. Die Bagnaresi, sagt die Cardos, sei dann in den Bungalow von dem Kirschner Ullmann gefahren worden. Und zufällig hatte die Cardos die Schlüssel bei sich? Ja, die hätte sie immer bei sich, wenn sie in die Gegend fährt. Na, weiter. Ja, also man habe die Bagnaresi wohlversorgt mit Stoff zurückgelassen, tauschte Pass und Personalausweis und in spätestens 24 Stunden sollte der Rücktausch erfolgen. Die beiden passieren wieder die Grenze, Hannover ist gelaufen, Bagnaresi nimmt seine Frau in Empfang, die Cardos fährt zurück in ihren Zirkus. Die Konventionalstrafe hätte sie mit links weggesteckt. Das Abenteuer hätte ihr ja über 1000 West eingebracht. Ihren Mann und ihre Bären hätte sie nie im Stich gelassen, im Traum nicht. Fast jede der Befragungen fängt sie reumütig an. Ja, sie weiß, sie hat was vorgehabt, was nicht in Ordnung war, aber vor der Grenze wäre sie vielleicht noch abgesprungen. Meine Frage darauf, aber die Ärztin sagt, sie müssen vor Antritt der Fahrt so viel Beruhigungstabletten genommen haben, dass sie wahrscheinlich schliefen, als der Unfall passierte. Ihre Antwort darauf? Ja, Titus gab mir Tabletten und nahm selber auch eine. Das war ja immerhin kitzlig, ich mit Annas Pass. Er sagte, ich klapp den Sitz runter, leg dich hin, damit es so aussieht, als wärst du vom Fernsehen in Prag noch ganz kaputt. Ich sage denen schon was, geschlafen habe ich nicht. Und dass sie mit Schmuck behängt war, im Koffer ihr Zogelkeb und ihren Nerzmantel? Chinchilla. Und wenn sie wegführe, käme sie sich ohne diese Sachen wie nackt vor. Und das Zeug in dem Fiat? Dieser Draht, die Ketten, Ohrringe, diese Haufen Kronen? Ja, genau wie die Bagnaresi. Nicht die geringste Ahnung. Sie regte sich darüber ziemlich auf. Das ist hier im letzten Fünftel des Bandes. Und was meinst du nun? Tja, ich nehme an, die Cardos gibt genau die Version wieder, mit der die Bagnaresi kirre gemacht wurde. Bagnaresi und die Cardos, das sollten die neuen zwei Bagnaresi werden. Womöglich hat das sogar die Cardos eingefädelt. Zurzeit wird über sie recherchiert. Nur sie hat nicht eben die blütenreinste Biografie, mal in ein Verfahren verwickelt gewesen. Da ging es um Pelzdiebstahl, aber sie kam mit Bewährung davon. Vielleicht sagt sie eines Tages, was sie zusammen mit Bagnaresi wirklich vorhatte. Vorläufig kriegen wir kein Wort mehr aus ihr heraus. Oder immer bloß dasselbe. Für unsere Vermutung haben wir keine Beweise. Hallo, Fred. Ja, ja? Neueste Meldung von der Bahn. Stellzeit verschoben auf 1 Uhr. Aber nach hinten raus ist Luft, also keine Hektik. Gut, Chef. Sag mal, wie nimmt Pascha eigentlich den kleinen Tommy an? Geht das? Wenn er nicht mal Wiechmann füttert.
Er muss von den Löwen weg. Gut, gut. Du, der hat doch komisches Talent. Zieh mit dem was auf. Ich wollte noch was sagen, Chef. Ja? Dass ich mich so besoffen habe, den Abend geschmissen. Haben wir ja verstanden. Aber um die Konventionalstrafe kommst du nicht herum, Fred, dass das klar ist. Ich hab's gewusst. Na, umso besser. Ich meine, ich hab's gewusst, dass sie was vorhatte. Dass sie abhauen wollte. Was? Sie hat mich bestohlen. Sie hat meinen Ring gestohlen, den Smaragd. Wie konnte sie das bloß tun? Und nun die Cardos-Bären. Fred Cardos und Kompagnon, Pascha, Sonja und der kleine Stani. Drei muntere, dickfällige Burschen. Pascha hat den Ehrgeiz, die Fahrerlaubnisklasse 4 zu machen. Was meinen Sie, verehrtes Publikum, hat er das Zeug dazu? Und hier, Fred Cardos. Drei Bagnaresi. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Dramaturgie Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Glaubtreu Hans-Joachim Hanisch, Inspizient Klaus Bamberg, Cardos Ulrich Voss, Enrico Werner Trögner, Sonja Doris Abesser, Major Gerd Grasse, Einsatzleiter Dieter Wien, Stiller Joachim Kaps, Leutnant Dietmar Obst, Oberleutnant Christoph Matthias Lau, Ärztin Katharina Tomaszewski, Schmieder Jürgen Heinrich. In weiteren Rollen Christoph Engel, Ruth Kommerell und Viktor Deiß. Schnitt Uta Weinhardt. Ton Eva Lau und Peter Kainz. Regieassistenz Brigitte Wasser. Stereophone Einrichtung und Regie Horst Liebach.